Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Build hier auf meinem Kanal. In dieser Videoreihe oder in diesem Format möchte ich euch zeigen, wie ich meine Miniaturenbases gestalte und bemale. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Base für diesen Orkboy gestaltet habe. Das Ganze ist relativ simpel und mit recht einfachen Mitteln auch nachzumachen für den einen oder anderen, der daran interessiert ist. An dem Punkt möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass ihr in der Videobeschreibung Affiliate-Links zum Taschengeld-Dieb findet. Solltet ihr vorhaben, euch etwas Neues anschaffen zu wollen, dann könnt ihr diese gerne nutzen, euch tolle Sachen dort kaufen. Ich bin in dem Fall mit einer kleinen Provision an eurem Einkauf beteiligt. Sprich, ihr würdet damit zusätzlich meinen Kanal unterstützen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen und wir können gleich sofort loslegen mit der Gestaltung. Ja, begonnen habe ich damit, dass ich mir erstmal die Materialien zusammengeholt habe. In dem Fall ist da gar nicht so viel nötig. Ich habe einen Korkuntersetzer von ungefähr einem Zentimeter Stärke mir geholt. Bekommt man zum Beispiel in einem Möbelfachgeschäft. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich habe meine bei Ikea gekauft. Letzten Endes kriegt ihr solche, aber sicherlich auch überall, wo es Haushaltswaren gibt. Dann bin ich hergegangen und habe erstmal ein grobes Stück Kork aus diesem Untersetzer herausgebrochen. Habe dann kurz ein bisschen Maß genommen, wie das ganze Korkstück dann nun da drauf passt. Habe entsprechend links, rechts, vorne, hinten überall so ein bisschen was abgebrochen, abgeknibbelt. Dazu kann ich direkt sagen, das, was ihr abbrecht und abrubbelt, das müsst ihr nicht sofort wegschmeißen. Ich hebe das zum Beispiel auf. Vielleicht brauche ich es für eine neue oder nächste Base. Wenn man wegschmeißen kann, man es immer noch. Deswegen hebe ich meistens auch diese kleinen Sachen, die ich dann von dem Kork abbreche, erstmal auf, um diese vielleicht später dann für ein anderes Projekt zu nutzen. Dann habe ich das Korkstück, nachdem ich es dann zurechtgebrochen hatte, mit Weißleim, also sprich Holzleim und Sekundenkleber auf die Base geklebt. Theoretisch würde auch nur der Holzleim funktionieren oder nur der Sekundenkleber. Ich mache die Kombination daraus, dass ich einmal den Holzleim nutze, um einfach eine größere Klebefläche zu haben, damit der Kork also wirklich viel Auflage zur Base darunter hat. Den Sekundenkleber mache ich deshalb noch zusätzlich drauf, damit ich punktuell direkt eine feste und fixierte Klebestelle habe. Das heißt, ich kann direkt weiter basteln. Der Kork ist erstmal schon fest auf der Base, während der Rest des Holzleims noch durchtrocknet. Der nächste Schritt ist, sage ich mal, relativ optional. Ich habe festgestellt, dass Kork ja doch relativ weich ist an den Ecken und Kanten. Damit mir das nicht kaputt geht, habe ich für mich dann eine Möglichkeit gefunden, und zwar mit Sekundenkleber über die Kanten rübergehen. Dazu sei zum einen gesagt, also macht das in einem gut belüfteten Raum, weil es können doch ganz schöne Dämpfe durch die Sekundenkleber entstehen, und gleichzeitig passt auf eure Finger auf. Habe ich einmal die kompletten Außenkanten, also die Bruchstellen, einmal mit dem Sekundenkleber benetzt. Muss jetzt nicht viel sein, aber so, dass das zumindest mal ein bisschen was abhat. Dadurch wird der Sekundenkleber, Korkfels relativ hart und robust, und es bricht halt nicht mehr so schnell irgendeine kleine Ecke ab. Ja, im nächsten Schritt habe ich dann von den Korküberresten, die ich ja abgebrochen hatte, mir so ein kleines Eckchen genommen, habe das auseinandergefriemelt, auseinandergebröselt. Einfach in unterschiedlichen Größen, einfach klein gerieben zwischen den Fingern, zwischen den Fingernägeln, sodass es quasi auch nochmal wie so kleines, wie Geröll oder sowas darstellt. Das einfach habe ich deswegen genommen, weil die Oberfläche des Korkuntersetzers, die ist natürlich sehr glatt. Ein Felsen an sich ist ja selten glatt, das könnte ich natürlich die Oberfläche ankratzen, wollte ich in dem Fall nicht, deswegen habe ich jetzt hier erstmal diese kleinen Brösel mir zurecht gemacht und habe diese dann punktuell dann oben auf den Kork nochmal draufgeklebt, habe dafür dann auch nochmal Holzleim genommen, heißt, habe die Oberseite mit Holzleim eingeschmiert und habe dann hier und da ein bisschen was von diesem gebröselten Kork dann draufgeklebt.
Ja, gleichzeitig habe ich dann auch den Baseboden, also die Base unten, die wo jetzt kein Kork drauf war, auch nochmal mit Holzleim beschmiert, um das Ganze dann abschließend dann nochmal in meiner Sandkiste, in meinem gemischten Sand nochmal ja, zu tauchen. Und damit war dann auch erstmal so die grobe Base fertig gestaltet. Also ihr seht, das ist jetzt hier kein Hexenwerk. Ob es sich, wie gesagt, spielerisch lohnt, eine Figur auf eine 1 cm hohe Felsformation draufzustellen, die dann auf der Base ist, weiß ich nicht. Kann ich euch jetzt tatsächlich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin kein aktiver Spieler. Ich bin eher derjenige, der bastelt und malt. Aber man kann natürlich auch dünnere oder niedrigere Kork-Elemente nehmen, zum Beispiel. Ne? Wie gesagt, das, was ich zeige, ist ja eh immer nur ein Beispiel, wie man es machen könnte, nicht wie man es machen muss. Ne? Also da ist eure Kreativität, eurem Ideenreichtum freien Lauf. Lasst ihm da, setzt euch da keine Grenzen, macht das, was euch gefällt. Das nur hier als kleine Anregung zusätzlich. Ja, da die ganze Base hier dann eher Richtung Erdtöne geht, habe ich diese dann einmal komplett mit Rhinoxide grundiert. Direkt mit dem Pinsel, also ohne Sprühen, ohne irgendwas, direkt Rhinoxide drauf. Gerade bei den Korkstrukturen muss man so ein bisschen achten, dass zum einen der Sekundenkleber vorher wirklich trocken ist, weil sonst macht ihr euch den Pinsel kaputt. Und zum anderen habe ich darauf geachtet, dass wirklich der gesamte Kork, auch die Vertiefungen, Farbe abbekommen, damit da nichts irgendwie hinterher durchblitzt, was ich nicht so haben möchte. Danach kam Skaven Blight Dinge zum Einsatz. Das ist irgendwie mittlerweile so eines meiner Lieblingsgrautöne. Ja, ich mag den total gerne. Der sieht nicht so steril aus. Der ist so ein bisschen schmutziger, als ob da so ein leichter Braunanteil drin wäre, glaube ich. Gefällt mir sehr gut und habe damit im Prinzip einmal die gesamte Base trocken gebürstet. Es kann auch ruhig in dem Schritt noch ein bisschen mehr Farbe im Pinsel sein. Der Fels soll ja primär schon grau werden. Ja, man muss halt jetzt nur nicht das Ganze deckend bemalen. Also wenn dann in den Vertiefungen noch ein bisschen das Rhinoxide durchschimmert, ist das an der Stelle völlig in Ordnung und auch gewünscht. Danach habe ich dann den Korkfelsen mit Administratum Grey trocken gebürstet. Jetzt allerdings nur noch relativ leicht, sodass wirklich nur die am weitesten hervorstehenden Kanten und Bereiche halt Farbe abbekommen. Entsprechend musste Pinsel oder die Borsten vorher gut trocken gebürstet werden an einem Tuch oder Küchentuch, damit wir nicht zu viel Farbe dann an die Miniatur bringen. Ja, ich mag die Kantenakzente sehr hell und grell, deswegen habe ich dem Administratum Grey ein bisschen White Scar beigemischt. Ich habe hier ungefähr 50-50 die Farben gemischt und bin dann nur noch ganz leicht und locker über die äußersten Kanten drüber gegangen. Also ganz vorsichtig, dass wir wirklich nur noch die äußersten Kanten erwischen, auch punktuell, es muss nicht überall sein. Hier und da ein bisschen, dann wirkt es im Gesamten hinterher auch schön natürlich. Ja, dadurch, dass der Kork recht groß, also sehr viel Platz in Anspruch nimmt auf der Base, wirken die nächsten Schritte gar nicht so dolle. Und zwar wollte ich den Rest der Base, den ich ja vorher mit Sand unten noch bemalt hatte, bestrichen hatte, mit Lawn Forest, also so einen moosigen Ton geben. Das heißt, ich habe jetzt den unteren Bereich, auch so das untere Viertel von dem Felsen, mit Lawn Forest trocken gebürstet. Und den Boden, da kann ruhig ein bisschen mehr Farbe hin, am Felsen reicht aber lockeres Trockenbürsten. Um die grünen Stellen jetzt auch nochmal ein bisschen aufzuhellen, kam Elysian Green zum Einsatz. Das habe ich auch nochmal ganz locker und vorsichtig in den Moosboden unten am Base eingebürstet und auch so ein klein wenig ringsherum unten am Felsen. Man hat hier immer so ein bisschen Grün, was von unten nach oben wächst, auch an Felsen. Das fügt das Ganze harmonisch halt einfach zusammen, ne, wenn die Farben so ein bisschen ineinander überlaufen. Abschließend habe ich in den unteren Bereichen noch mit Ansonio Camo Shade das Ganze ein bisschen gewascht, also hier und da das Wash hingetupft auf den Kork, auf den Boden. Erstmal ganz ja, willkürlich, sage ich mal, ohne groß nachzudenken. Hier und da, wo ich meine, es könnte ruhig ein bisschen dunkler werden, kam das Shade getupft. Allerdings habe ich es nicht flächendeckend benutzt. Ja, dann kommt eigentlich immer so der Teil, der mir am meisten Spaß macht bei der Base-Gestaltung, obwohl es generell mir Spaß macht.
macht mir das aber am meisten Spaß, und zwar Grünzeug draufkleben. Zum Einsatz kam in dem Fall 2 mm statisches Gras, also so Spring, also Frühlingsgras, also das ist ein sehr knalliges Grün, und die Klumpfoliage von Woodland Scenics. Die beiden kamen zum Einsatz. Ich habe bewusst in dem Fall das statische Gras mit Holzleim aufgeklebt und keinen fertigen Klebeding davon genutzt, sondern ich wollte einfach zeigen, dass es auch möglich ist, weil ich das viele Jahre lang gemacht habe. Also einen ausreichend dicken Klecks Holzleim, dann eine gute Ladung von dem statischen Gras drauf und dann drücke ich auch mit dem Finger da ein bisschen fester drauf drücken, das Ganze trocknen lassen, dann kann man das mit einem Pinsel runterbürsten und dann hat man eigentlich auch relativ schöne Grasflecken, wo auch hier und da mal ein Grashalm nach oben steht. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut und es funktioniert auch ganz gut. Man muss nicht immer zwingend diese Tufts kaufen. Doch, Tufts, glaube ich, heißen hier Tufts. Die Dinge muss man nicht unbedingt kaufen. Es geht auch so mit dem losen statischen Gras. Ja, das wollte ich zeigen. Und halt, wie gesagt, dieses Klumpfoliage von Woodlake Scenics habe ich einfach hier und da ein bisschen dazugeklebt. Ich finde, dass zwei Gräser immer schöner zusammen aussehen, als wenn man sich nur auf ein Gras, eine Grasfarbe, eine Grassorte konzentriert. Ja, das war die Gestaltung meiner Felsenbase mit Moosboden. Ich hoffe, euch hat das Basteln und Bemalen gefallen, beziehungsweise das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das sind Dinge, über die ich mich mal sehr, sehr doll freue, die mich auch motivieren, weiterzumachen. Möchtet ihr mich zusätzlich unterstützen, habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel die Affiliate-Links, wie schon zu Beginn des Videos gesagt, vom Taschengeld-Dieb zu nutzen. Kauft euch was Schönes, was ihr so wie euch vielleicht sowieso anschaffen wolltet. Ich bin in dem Moment dann mit einer kleinen Provision beteiligt. Das Geld, wie gesagt, fließt wieder hier in diesen Kanal. Es ist also nicht so, dass ich meinen Lebensunterhalt mit dem Geld bestreiten muss oder möchte, sondern das ist dann wirklich, sag ich mal, Hobbygeld, was in den Kanal fließt, in neue Miniaturen, in neuen Bastelkram, den ich mir vielleicht so nicht unbedingt kaufen würde, aber um halt eine gewisse Vielfalt weiterhin bieten zu können, würde mich das auf jeden Fall zusätzlich unterstützen und es würde mich natürlich auch sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.